Nee, nee, zum Glück bin ich nicht in die letzte Staffel gekommen. Schau mal, du wärst da drin gewesen. Von außen ist immer so leicht zu sagen, ey. Ja, das ist wirklich. Ich habe auch von außen gesagt, boah, ja, wie kann man heulen da drin? Boah, wie kann man über andere reden? Zeigt man doch. Leb, wie du dich fühlst. Boah, und so und dies und ey, das ist. Leb, so wie du dich fühlst. Ja, ja. Leb dein Leben so, so, wie du selber nur willst. Big Brother 11. Jeder hat ein Geheimnis. Also ich glaube, er hat sich das richtig überlegt da mit dem Geheimnis. Ich hatte gar keine Zeit, um mir das zu überlegen. Schau nicht, die kommen rein. Du Sch- ich hab mir auch so gemacht, jetzt los. Ich auch. Was? Okay. Ich sagte Tee. Boah. Wisst ihr, ich weiß, was dein Secret ist. Der verarscht uns mit seiner Stimme. Ich meine auch, dass Mr. Germany mal aus Dortmund kam. Ich geh jetzt klingeln, komm, scheiß drauf. Ja. Ich möchte Davids Geheimnis lüften. Er war Mr. Germany. Darauf versammelt der große Bruder alle Bewohner im Garten. Schick ich es raus. Versammelt ihr euch alle im Garten. Guten Morgen. Bewohner, das muss schneller gehen. Tims Vermutung war falsch. Schade. Das ist sowieso ein richtiger Schock. Und selbst wenn er dein Geheimnis rausbekommen hätte, du wärst trotzdem nicht nominiert. Das war nicht nominiert. Doch, nein, wäre er nominiert. Damit bist du der nominiert. Du bist ja voll fies mit dieser Nominierung. Ach so. Ey, ihr habt Rayos Zusammenbruch verpasst. Oh, ehrlich. Das hat sich angehört, als ob der und das bestimmt so 15 Minuten lang, ne? Ja. Yeah. Da sitzen auch wieder die zwei Richtigen, die nicht helfen können. Brauchst du Medikamente? Mayday, Mayday, Big Brother, bitte schicken Sie uns einen Arzt. Oh nein! Oh nein! Oh doch! Er hat sich kaputt gelacht einfach. Aber übertrieben, seine Lippe hat gezittert. Ich rauch nicht, also habe ich recht, von mir aus eine Zahnbürste mehr zu haben, oder? Aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wo haben zum Beispiel die anderen entschieden, das, was sie bestellen wollen? Ja, dann regt der eine sich auf. Wenn der eine sich Zigaretten bestellen kann, dann darf ich mir auch was extra für mich bestellen. Und wenn jemand hier Gerüchte verbreitet, dann soll die mich am Arsch lecken. Weil ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße. Ich hab gar nichts gefunden. Nein, das regt mich auf weil jetzt. Weil du mit mir geredet hast. Aber was hast du jetzt da drinnen jetzt so groß, also großkotzig, das, so, das Thema so ich zu verbreiten? Ich habe überhaupt nicht großkotzig gesagt. Was? Weißt du, wie scheiße ich mir da drinnen jetzt gerade kam vor den anderen? Du hast es gleich so hingetan, weil du willst, dass die Leute mich nicht mögen. Ach so, ich will das. Frage, komm auf das her. Es tut mir wirklich leid, okay? Bewohner, Samstagabend ist Bingo-Abend. Die Runde startet ab jetzt. O71. Was ist denn los? Was ist los? Wir spielen gerade nicht mehr, weil Fabian einen Krampf hat. Wer hat einen Krampf? Fabian. Dieter hat einen Krampf gekriegt, hat auf einmal voll angefangen zu weinen. Hat sie gelacht oder? Geweint. Vor Lachen? Nee, vor Schmerzen. Es wird hier bald Tote geben, ehrlich. Wie schnell mittlerweile den Cosimo ausrastet. Wegen dem scheiß Bingo. Da hab ich einmal Glück im Leben. Der war bei ihm alles voll und der hätte einfach nur noch einen Stich setzen müssen. Nee, da hab ich einmal Glück im Leben. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich möchte noch ein wenig reden. Ich glatz mich gerade, sehen die das? Natürlich, die Tonkamera. Ist wirklich? Können die auch unter der Decke schauen, durch diese Lichter und diese Glühlichter? Na. Also können die mich auch nackt sehen, sozusagen? Nein, mit Wärme.
Also ich muss mir auf jeden Fall einmal eine runterholen, weil ich sonst irgendwann mal verrückt werde.